Ja, sind wir wieder mit am Start. Und zwar, wir wollten hier noch ein paar Barren produzieren, deswegen lassen wir den jetzt einfach mal kurz hier das machen hier mit den Metallbarren. In der Zeit, wo wir unsere Eier hier ausbrüten. Und dann können wir nämlich auch schon die Palsfähren herstellen. Was ist denn hier fertig? Ausgebrütet, ausgebrütet. Nehmen wir. Naja, jetzt kommen hier wieder die ganzen Pals, die wir hier schon alle haben. Ne, Grindel hat man noch nicht, tatsächlich. Einmal das. Einmal das. Oh, Panking haben wir hier auch noch. Oh, sehr schick. Da geht es ja richtig rund, sag mal. Haha. Gefrorenes Ei. Dieser furchtes Ei. Ja, das ist noch 4 Minuten. Lassen wir drin. Unser furchtes Ei, zack. Ein Dummut. Ein Dummut. Ist ja genial. Ha, das sind wir ja schon bald Level 41. Da vergeht er hier auch, geht ja hier auch gar nichts. Oh. Die haben nichts mehr zum Essen. Na ja, guck mal da, 2000 Bären. Wir nehmen mal für uns mal 600 mal mit. Weil für unsere lange Reise dann wieder brauchen wir wieder und wir haben hier nicht mehr so viele. Da wir hier noch ablegen, machen wir das Fleisch immer gut. So, Zement können wir hier auch nochmal ablegen. Ja, guck mal, wie schön der das macht. Macht der super. Minderwertige haben wir nicht, ne, nur Sturmgewehr. Ja, gerade aktuell ist halt niemand da, der hier was machen kann. Die schlafen alle noch. Es ist Nacht. Nacht, 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 Nacht. Ja, genau. Ich wollte gerade mal ganz kurz mal gucken, was wir denn jetzt hier alles nochmal brauchen für die Terrasphäre. Also Palladiumbruchstück haben wir. Holz haben wir genug. Palladiumbruchstück ist uns wichtig und der Metallbarren. Also Metallbarren brauchen wir jetzt ziemlich viele. Ja, das macht er. Macht es ja auch relativ richtig schnell da. Da kann man nichts sagen. Der macht zack, zack, zack. Sind die alle hier fertig? Deswegen, wir können mal ganz kurz mal. Mich interessiert jetzt ganz kurz mal gucken hier. Ne, das war's nicht. Aber das hier war's. 5 und 2, 2 Arbeitstempo. Ragnar Haag. Eigentlich will ich dem das nicht alles geben da. 480. Der hat einfach allerdings 600. Wahnsinn. Gehen wir mal auf Angriff bei dir. 2. Gut, das geht jetzt leider nicht. Auf Verteidigung gehe ich mit dir noch und auf AP. So. Mal gucken, welche von uns hier 2 hat. Kann man nicht. Ja, der ist ja natürlich hier wieder. Ha. Okay. Jawohl. Die nächsten 50 Sphären, zack. Metallbarren. So. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir schon die ersten herstellen. Aber 300, das sind 103. Und es hängt an wieder an den Metallbarren. Ich sag mal mega. Was machst denn du da hier eigentlich? Hallo. Nehmen wir dich mit. Dann möchte ich dich da mal hinsetzen. So wie kann der nämlich die Polymerplatte machen. Die brauchen wir nämlich auch irgendwann mal. Und ich habe so das Gefühl, eins von meinen Eiern ist bald zu weit. Jawohl, guck mal hier ein grünes. Tada! Eine Bronze Cherry! Aus für 81.000 Punkte gab es da, na hör mal.
Was war denn das für eine? Rebunny, das haben wir schon. Wir gucken mal kurz in die Palbox rein. Wie es denn hier aussieht nach Element, nach Alpha Pal mal kurz sortieren. Mal gucken, was wir hier alles so haben. Oh, guck mal, Broncherry. Haha. Haben auf jeden Fall schon mal einige. Rebunny. Das ist gerade eben geschlüpft als Alpha Pal. Mega geile Sache. Okay, gut. Nach Element. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, wie voll denn hier unsere Palbox schon wieder ist. Ja, gerade bei der Hälfte. Da können wir noch 100.000 Sachen noch fangen. Das ist genial. Nochmal wieder Punkte erhöhen. Wir gehen nochmal einmal auf die Ausdauer jetzt wieder. Ausdauer ist immer gut. Technologiepunkte haben wir jetzt auch wieder 6 Stück. Können wir uns auch wieder aussuchen, was wir denn hier machen. Wir haben natürlich haufenweise Sachen auch für die ganzen Pals und Pets. Wir müssen jetzt zum Beispiel hier unten gucken, Salatacker. Hier, guck mal, das ist wichtig zum Beispiel. Elektroküche wäre wichtig. Dann die hochwertige Rüstung, die nehmen wir mit. Brandgranate. Den Scheiß brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen später mal hier unten so eine Pumpgun hier irgendwo. Da Panzerfaust und so brauchen wir später. Da gibt es schon später krasse Dinge. Die elektrische Küche holen wir uns dann noch auf jeden Fall, aber nicht jetzt. Oh, der hat schon wieder 118 produziert, ist super. Super machst du das, super, super. 21 Prozent. Diese Platten, die brauchen wir auch mal später dann. Polymerplatten brauchen wir auf jeden Fall selbst später. Ne, machen wir noch nicht. Wir warten noch ein paar. So um die 150, 160 Sphären sind okay. Dann sind wir auch gut ausgestattet. Weil wir brauchen dann auch mal später. Muss mal kurz gucken. Hier war falsche Menü. Hier, das hier brauchen wir. Das PAL-Fließbandwerk 2, weil dann können wir dann nämlich auch die Gigasphären herstellen. Aber ich guck gerade. Ah, die sind dann. Was macht der jetzt hier eigentlich? Hilfst du denn? Tust du denn helfen? Hier. Ernten soll schon nicht. Kann ich vielleicht mal dem Kollegen hier am Fließband helfen? Das ist immer so blödsinnig. Ich sag doch jeder. Jawohl. Macht ihr das am besten zu zweit, dann läuft es ja auch schneller. Genau. So, hier haben wir wieder 50. Ja, ich glaube, das würde lang jetzt von den ganzen. Terrasphären haben wir selten Fanggeschick da. Haben jetzt 161 Sphären. Ich denke, das lang zu 160, habe ich ja gesagt. Ist okay. Aber wir können natürlich erwarten, bis die anderen noch fertig sind. Bis der Ragnarok fertig. War ist schon fertig? Glaube ich denn, Alter. Soll sich um das Zeug kümmern. Jawohl. Ihr seht, jetzt läuft die ganze Sache auch richtig gut. Jeder arbeitet, jeder schafft, jeder macht was. Das ist super. Unsere drei Eier sind da unten fertig. Die tun wir noch kurz ausbrüten. Und dann dürfte der Ragnarok dann auch schon fast zu weit sein. Eine Flambelle, das sind alles die Pets, die wir schon haben. Eine Biegarde, jawohl, jawohl, die haben wir nämlich noch gar nicht. Das war ein neues Pal, die Biegarde. Weil wir in dem Gebiet hier noch nicht gewesen sind. Das ist das Gebiet, ich zeige es euch mal ganz kurz auf der Map. Das ist das Gebiet hier. Was uns hier noch fehlt hier.
Es endet ungefähr hier oben. So, der Abschnitt ist das Gebiet hier. Da gibt es dann die Biegarde, gibt es den Beacon. Da gibt es, ich glaube, hier irgendwo. Ein Werdasch gibt es da oben noch. Und den gibt es hier. Ein Werdasch. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Oder der ist hier drüben gehockt. Ich habe keine Ahnung. Die Petilla, ach stimmt, Petilla war da. Ja, das war da. Irgendwas war hier in dem Gebiet, aber das gucken wir ja dann alles noch gemeinsam. Wir haben noch so viel vor und so wenig Zeit. Das Leben ist einfach zu kurz, meine Freunde. Okay, das langt mir jetzt mit den Dingern. Ich habe jetzt hier gerade auch keinen Bock mehr zu warten. Ich würde mal sagen, ja, 187 ist okay, da kann ich wieder zurückkommen. Wir müssen ja auch jetzt nochmal zusätzlich nochmal warten, bis der das jetzt hier produziert hat. So, dann schnappe ich mir euch mal kurz. Die schnappe ich mir nochmal. Geh mir bitte hier mit an das Palfließband. Na, bleibst du da. Nichts Arbeit suchen gibt's hier nicht. Na. Ah, die sind immer so blöd hier. Die stellen sich immer so behindert an. Na. So schwer ist es doch gar nicht hier. Arbeit suchen, sag mal, ihr seid verklemmt da irgendwie, habe ich so das Gefühl, die hängen fest. Warum wollen die hier nicht hier hin? Ich kann es euch leider nicht sagen, warum das jetzt hier so verkorkst ist hier. Müssen wir hier abbrechen. Sorry, ich habe sie abgebrochen jetzt. Vielleicht geht ja der Wohlmarkt dem ein bisschen helfen hier. Ha, der geht hier auch nicht helfen. Super, die rennen hier alle fort. Wieder Wahnsinn. Mal gucken, ob der jetzt auf die Idee kommt, den hier zu unterstützen hier. Du bleibst mal da, mein Freund, du lässt hier mal die Bären jetzt hier in Frieden. Jawohl. Na. Jetzt aber. Jetzt hast du hier mitzuhelfen. Jetzt geht das Ganze ja noch ein bisschen schneller. So. Ah ja, guck, jetzt helfen sie alle hier zu. Sollten zu dritt helfen. Ja, Lunaris, jetzt schön, dass du auch mal kommst. Guckt euch das mal an. Es geht zack, 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 zack. Geht das jetzt hier? Das ist ja schon mal sehr schön. Und wenn ihr das mal ganz genau mal schaut, hier oben, unsere bei Level 41, unsere Erfahrungspunkte schon 102.000. Das ist natürlich schon mega. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wie hier die Lage ist. Müssen wir mal auf jeden Fall auch mal wieder reparieren. Was ist das? Strom. Die können wir jetzt hier einfach mal irgendjemand jetzt hier mal geben. Einfach, dass sie aus dem Inventar raus sind. Die machen mich fuchsig. Ragnar, schenke ich dir. So, jetzt sieht sie mal leer aus. Zack. Jetzt sind die wieder weg. Okay. Sphären Hammer. Das langt aber bei weitem nicht. Ich suche nochmal kurz Lunaris, wo das denn hin ist. Ja, das hockt immer da hinten. Das hat hier eigentlich da hinten nichts verloren. Komm mal mit da. Gut, ich wollte jetzt, ne? Wollt ihr den hier? So, guck mal, du darfst hier auch noch dich noch beteiligen. Nicht hochwertige Bank, du blödes Ding. Jetzt.
Jetzt könnt ihr mal hier zu zweit mal ein bisschen schneller produzieren. Weil dann läuft das Ganze nämlich auch. Da müssen wir dann nicht so ewig warten. Weil ihr habt ja selber gesehen, wie viel Pulsfern wir mal kurz verballert haben. Aber was wir jetzt machen können, wir haben jetzt hier zumindest mal ein paar Stücke jetzt hier. Ein paar Stück uns gegönnt hier. So, 13, das passt. Jetzt gehen wir uns nochmal das Marmorrest da unten holen. Ja, nehme ich jetzt natürlich den Anubis raus. Geht die Arbeit dort um einiges schwerer voran, ist klar. Marmorrest holen wir uns nochmal. Wie gesagt, wollten wir eh machen. Wir brauchen den für den Anubis. Müssen wir mal gucken, wo das jetzt überhaupt hin ist. Ah ja, ja, guck mal, da ist es schon. Wir nehmen hier unseren Ragnarhaken mal wieder. Und auf geht's. Darf der hier angreifen? Ne, er will hier mal unnötige Viecher angreifen. Soll er den hier angreifen einfach? Falsches Pal, wie auf den Loch, du musst hier rüber. Jetzt hat er ihn gesehen. Wir rennen mal weg da. Ja, das macht er schon mal super. Aua. Ja, irgendwie kommt mir das so vor, als sei der Ragnarok stärker geworden hier. Ha, 1%. Das lassen wir auf jeden Fall mal. Gut, bei der Hälfte ist er jetzt. Ungefähr bei der Hälfte. Und jetzt kommt die Rungeri zum Einsatz hier. Brun Cherry, auf geht's! Oh, zeig, was du kannst. Na, diesmal tut die Brun Cherry hier ein bisschen chillen, habe ich so das Gefühl. Ja, jetzt hat er ihn. 4, naja, ja, ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Ich habe so arg kann ich dem jetzt keinen Schaden zufügen, dass der da gleich kaputt geht. Außer mit dem hier natürlich. Wenn sich das Marmorrest durch die Gegend bewegt. Jawohl, das langt. 400, müssen uns halt wieder öfters mal eine werfen. Na komm schon. Jawohl. Tada! Wir haben noch mal ein stabiles Marmorrest gefangen. Das sind halt die ganzen, ja, das ist halt ein Boss Marmorrest. So. Jetzt haben wir, ja gut, 83 Pulsfern, das langt. Wir wollen jetzt mal weiter. Ich wollte jetzt mal mit euch, eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen, aber wir gehen jetzt mal kurz in ein Naturschutzgebiet, weil da gibt es etwas, was ich mit euch eigentlich noch erledigen wollte. Und zwar nach da hinten.
Immer ein Biegendraht mitnehmen und zack. Das ist jetzt was ganz Besonderes, so ein Naturschutzgebiet. Ich erzähl euch auch dann warum. Da muss man eine Weile hinfliegen, ja. Aber da gibt es auch eigentlich relativ interessante Pals so an sich. So. Ja, wir haben noch Tag, das ist noch gut. Muss gerade mal kurz gucken, welche Seite wir hier hinkommen. Wir kommen die Seite, okay, wir müssen hier rüber. Und nicht erschrecken gleich. Weil das heißt ja nicht umsonst Naturschutzgebiet. Da kommen wir damit, Verbrechen wird begangen. Das ist ein bisschen blöde hier. Und wir müssen hier höllisch aufpassen, dass wir nicht gekillt werden oder beziehungsweise von den Wachen da unten gesehen werden. So. Wir bleiben mal hier bei uns hier drauf. Und gucken natürlich jetzt erstmal, was es hier so gibt. Naturschutzgebiet. Miliz, schon wieder eine. Hier gibt es zum Beispiel hier die Pen-Kings hier. Und Azorobe hat es hier zum Beispiel. Hier können wir hier nämlich auch die ganzen Pals fangen, die wir zum Beispiel jetzt so hier nicht haben. Das hier sind zum Beispiel die ganzen Boss-Pals alle hier. So, die haben wir, die Azorobe zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es hier auch den Ignis gibt. Ich hab hier keine Ahnung. Aber irgendwo hat sie ihn auf jeden Fall, aber nicht hier. Der war in einem höheren Gebiet. Eine Truhe nehmen wir mit. Die Pflanzen nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, schau mal, da eine Violette, wie süß. Die haben wir nämlich noch nicht gecatcht. Zack, nehmen wir mit. Ja, ganz wichtig, ihr dürft hier nicht gesehen werden von der Miliz hier. Ist auch so ein Behinderter, dieser Pengolett hier. Immer mit. Immer Ausschau halten nach der Miliz, dass die euch nicht sieht, weil nachher die steht dann wirklich bei euch vor der Tür. Also bei eurer Base dann auf jeden Fall. Und guckt dann. So, wir gehen mal kurz hier hoch. Hier gibt es nämlich auch noch eine. Guck mal, hier gibt es ein Terradier. Das haben, ja, puh, das haben wir hier auch noch nicht. Hier, das bleibt jetzt mal da. So. Zack, nehmen wir mit. Haben wir nämlich noch nicht gefangen. Dann die Azorobe hier. Die hauen hier immer alle ab. Ich weiß gar nicht, was es immer zum Abhauen gibt eigentlich. Wo gehe ich jetzt nach? Da bleib mal da. Tada, Azorobe 2.
Also hier könnt ihr auch erstmal hier mal alles einfangen, was ihr noch nicht habt. Ist ja auch mal was. So, meine Lieben. Das wäre schon mal das soweit. Nur, dass ihr das schon mal hier mal so im Groben gesehen habt, wie das hier ist. Zack, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Jawollo. Und genau aus dem ist, hier gehen wir noch eine Etage höher. Hier oben ist nichts. Nur, dass ihr Bescheid weiß, hier oben gibt es nichts. Kann man uns hinschillen. Und wir, meine Lieben, machen dann da auch beim nächsten Mal dann weiter.